Es gibt hier diese Goldbahn, hab ich das eigentlich schon erzählt? Ich weiß nicht mehr. Ich werde es, ja, ich werde es nochmal erklären, wenn ich einen sehe. Alter, was? Seit wann kommen jetzt auch noch Dämonen rein? Ich dachte, das wäre nur ein Zombie-Game. Das klingt nicht nach Zombie. Lasst mich in Ruhe. Da oben kommt einer runter. Man hat es am Schatten erkannt. Mist, verdammt. Mist. Na jetzt. Okay. Ich will die Kiste gerne plündern. Mist. Komm. Alter, wie viele kommen da noch? Okay, mir reicht's. Alter, wie viele? Nachladen bitte. Danke. Die auch. So, da kann ich wenigstens mal Leichen plündern. Bevor die verschwinden. Und ich glaube hier drin. Nee. Ich glaube, ich hätte hier oben einfach. Ach du heilige Scheiße. Die kommen jetzt doch alle hier rein, oder? Ja, die kommen alle hier rein. Ja. Ich hoffe, die sind langsam genug, dass ich mich hier verziehen kann. Oder? Ich habe ein bisschen Paranoia gerade, weil die schon da sind. Und die Pistole ist nicht so genau. Ja, hat gereicht. Was? Nein! Ist jetzt. Ist das gerade. Nee, okay. Destruction Kill. Ach, das ist einfach ein stärkerer Zombie anscheinend. Der kann einfach irgendwie teleportieren aus dämonischen Portalen der Hölle und so. Halt. Wie zu Hause auch. Was stimmt da? Steuerung? Ich hänge fest. Danke. Ach, okay, Cover. Einfach in Deckung gehen. Ja, also die Landschaft hier wohnen würde ich empfehlen. Ist schon ganz, ja, so morgens aufstehen hier. So nach draußen schauen. So eine frische Brise Luft holen. Und dann einfach mal ein paar Zombies wegsnipen. Ach, das wäre schon ein schönes Leben. Keine Schule mehr. Nicht mehr arbeiten. Ja, okay, die meisten deiner Freunde wären tot, aber ja, das ist halt das andere. Pickup Shotgun. Habe ich jetzt für die Schrotflinte? Ach, okay, ich habe das zweite weg. Das ist ja Nazi-Gold. Ich habe da schon eins gefunden, weil ich ja schon mal angespielt habe, ganz am Anfang. Diese Nazi-Gold ist einfach so, das findet man in jedem Level. Ich habe jetzt wirklich eine Pumpgun. Die hatte ich auch noch nie im richtigen Spiel. Aber was wäre ein Zombie-Game ohne eine Pumpgun? Das stimmt schon. Also bis jetzt der Eindruck von der Grafik ist Hammer. Also ich meine jetzt für. Ich weiß nicht, es ist glaube auf Sniper Elite 1 aufgebaut. Oder auf 2? Nee, warte, das ist auf 2 aufgebaut, glaube ich. Sieht schon ziemlich ähnlich von dem her, was ich bei V2 gespielt habe. Und da war die Grafik auch schon der Hammer. Und ich meine jetzt für. Was, es kostet gerade mal 15 Euro. Muss man sagen, bei Steam 15 Euro, das ist nicht viel. Und für dieses Spiel, ich meine. Außer Deutschland natürlich, da hat es wieder die Cut-Version, die bringt gar nichts. Für die würde ich nicht mal 5 Euro zahlen, für die Cut-Version. Aber ja, ist euch überlassen. Ich habe den Safe Room mit Space Open. Ach. Ich bin. Das ist ja wie Weihnachten. Alter, was ist ja Weihnachten hier drin? Ich bin zu Hause. Ich bleibe hier jetzt für den Rest meines Lebens. Oh Mann, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? K. Alter. Ich nehme jetzt einfach mal die K mit. Die sieht. Oder warte, SVT. Ich glaube, die SVT nehme ich mit. Was ist das da? Sieht selbst. Thompson. Okay, Thompson ist jetzt nicht so. Was ist denn.
Alter, was denn hier alles liegt? Ich werde jetzt zwar die Pumpgun behalten. MP40, nee. Colt auch nicht. Ja, Munition ein bisschen mit. Okay, wir haben die SVT-40, die 12 Schrotflinte hier und Luger. Obwohl die Luger, die war ziemlich scheiße. Wo ist die Colt? Ah, M1911 Colt, das ist schon viel besser, hoffe ich. Okay. Bereit. Auf ins Gefecht. Ach, da hinten ist schon einer. Testen wir doch auch gleich mal die neue Sniper, die wir haben. Oh, ich kann noch nicht zoomen. Aber ich glaube, das brauche ich auch nicht. Alter Schwede, ich lieb das Spiel jetzt schon. Ach, da kommt gleich einer auf den Boden raus. Ja, neue Zähne sind auch fehl am Platz. Der Zahnarzt wird freuen. Wird sich freuen. Alter Schwede. Hier hole ich ja nur noch Bulletcam raus. Ja, der Unterkiefer ist hinüber. Der nächste bitte. Ach, hat man jetzt nicht so viel gesehen. Daneben, glaube ich. Ja. Abgeprallt. Oh, bitte nachladen. Und jetzt mal so richtig mit Slow Motion. Ach, ich wollte eigentlich mehrere Kills hintereinander. Hoho! Bullseye! Alter, Scheiße! Und der? Ja, die Backenzähne sind hin. Also ich könnte schon als Zahnarzt arbeiten, glaube ich. Ich glaube, ich würde das sehr viel Kohle machen. Auch als wie sagt man das? Chiropraktiker hier. Ich weiß nicht, es ist schwierig zum Aussprechen. Ich bin etwas hinüber. Ist auch schon wieder spät geworden. Also spät, ich nehme erst spät auf. Das Spiel ist erst kurz vor knapp einer halben Stunde ist es rausgekommen, deshalb habe ich nicht sehr viel Zeit zum Konzentrieren. Was ist das? Okay. Ich werde in der Ducke weitergehen, weil ich muss meine Ausdauer wieder regenerieren. Und ich will ja mal die Schrotflinte zeigen. Hey, was wäre das Spiel ohne eine Schrotflinte? Habe ich schon mal gesagt, ich weiß. Ja, ich sage es mir. Da kommen mir ne die. Ach. Keiner ist tot. Oder habe ich ihn erwischt und einfach keine Punkte gekriegt? Tja. So eine Zombie-Apokalypse ist natürlich geil. Ach, das könnte einen Doppelkill geben. Einmal, wo geht die Kugel weiter? Ach, schade. Und jetzt war es mein Fehler. Schon wieder mein Fehler. We got this by the ass. Ach, das sind einfach die Kills, die wir haben. Okay. Alter. So, wo geht's? Man kann auch nämlich so schießen. Muss ich mal erwähnen. Wenn man genau trifft, dann gibt's auch eine Bulletcam. Habe ich einmal bei erlebt. Ist aber wirklich Glückssache. Also ist wirklich verdammt großes Glück, wenn man das mal zufällig so trifft. Ach, ich wollte das treffen. Schade. Ja, wie gesagt, das ist wirklich großes. Ich kann es mal versuchen. Ob wirklich was passiert, ist natürlich wieder Sache des Spiels. Ich meine, bei Sniper Elite V2 gab es das. Ich weiß nicht, ob es hier auch gibt. Schon wieder verpasst hier. Die Leichen. Ich kann hier auch rein, glaube ich. Ich gehe aber besser nicht rein. Ich gehe außen rum. War eine gute Idee. Mist. Ach, da kommen die nächsten. Da kommt auch von links welche. Ach, da können gar keine. So, nochmal nachladen.
MP40. Lass ich liegen. Ach ja, das könnte ich vielleicht auch mal verwenden. Ich habe hier nämlich so Stielhandgranaten und so spezielle Granaten. Ich glaube, die kann ich mit Q. Nee, nicht mit Q. Wie kann ich die wechseln? Mit C? Nein. Mit X? Ja, mit X. Also Stolperdraht mit Mine. Dynamit. Landminen. Und dann die Stielgranaten. Warte, T geht nicht mehr, oder? Nee. Beim zweiten Spiel kann man mit T Steine werfen. Nee, warte, das war auch hier unten. Hat man Steine gehabt, da konnte man werfen. So Gegner ablenken und so. Aber ich glaube, das braucht's hier nicht. Alter! Übertreib's noch! Wie will ich all die aufhalten? Ach, der Unterkiefer ist hinüber. Braucht eh keiner. Wo geht der hin? Der ist doch daneben. Nee, den habe ich doch getroffen. Okay, ich habe jetzt. Was war denn das bitte? Ich dachte, das wären ein bisschen mehr. Ich zoome jetzt mal rein. Okay, der eine ist schon ziemlich nah, muss ich zu. Ja. War jetzt nicht so. Mist. Letzte Kugel. Keine Kugel. Ist der gerade wieder auferstanden? Komm her! Ah, das gefällt mir so am Spiel. Ich lade mal besser nach. Ach Gottchen, das ist ja liebevoll hier. Ach, der hat überlebt. Ja, der nicht. Alter, wie viele kommen da? Ich habe nicht so viele. Warte, mit mittlerer Maus, mit G kann man Granaten. Wie kann man noch mal Granaten werfen? Ich muss raus. Alter, da ist einer. Selbstmörder? Selbstmörder? Ehrlich? Mit G kann man doch Granaten werfen. Nee, mit F. Stimmt. Ich habe es ja schon mal mit F versucht. Nein! Mist. Okay, das ist gefährlich. Für die paar Idioten, die in die Luft fliegen. Ja, übertreib's doch noch. Wie viele wollen da noch kommen, bitte? Schrotflinte ist schön und gut, aber nicht bei so vielen. Ich habe keine Munition mehr. Alter, was? Bleib liegen. Oh. Mist, verdammt. Jetzt ist Skill gefragt hier. Mist. Ich werde verdammt zurückgedrängt. Bleib liegen! Du bleibst liegen, habe ich verdammt. Weg, 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 weg. Mist. Wo geht's? Alter, ich sehe nichts mehr, ich sehe nichts mehr. So, hier kommt der Speedrun. Euch reicht's mir hier. Kein Leben verdient. Ich muss nach hinten achten. Ich muss jetzt etwas hektischer. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht so viel quatschen. Mann, Mann, Mann. Da kommt noch einer mit einem Messer im Kopf. Oh, da bin ich aber erleichtert. 150. Alter, es leckt gerade ein bisschen, weil es so viel ladet. Schnell, schnell Körper durchsuchen. Hätte ich vielleicht auch machen sollen, wo ich drin war. Schon für die Munition. Naja.